Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Motorvorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier ein Class 3 und euch heute hier vorstellen. Der 700er Serie finde ich schon mal cooles Teil, das Ganze. Ist hier nur für PC hier verfügbar. Ist hier mit IC-Control hier nutzbar, das Ganze. Hat hier kein eigenes Schneidwerk. Es hat hier, soweit ich gesehen habe, Warning drin, zwecks wegen Textur. Hier haben wir das. Einmal steht hier, also das dürfte wahrscheinlich hier die Fahne sein, weil hier steht hier Polen. Wir haben hier weiß-rot das Ganze. Und ja, das haben wir jetzt da hier zweimal drin, hier dieses Warning wegen, also das ist ein falsches Texturformat, ist wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. Ja, und das ist halt daran, wenn die Fahne beispiel das draußen wäre oder was das, oder die E-Textur hier umbenannt werden würde, also es nicht umbenannt, umgewandelt werden würde in das richtige Format, dann denke ich mal, dürfte es kein Problem geben. Es müsste, glaube ich, eine DDS-Datei sein. Ja, das Ganze gibt es hier, so wie er da steht, für 357.500 Euro. Dann Shampoo Miete sind wir da bei 18.232 Euro inklusive. Wir haben eine Motorleistung mit den 700er 20er Drehern hier von 367 PS, entsprechend 270 kW, stufenloses Getriebe, 100 Liter AdBlue, 800 Liter Kraftstofftank, 30 km/h Maximalgeschwindigkeit, und mit den 720er haben wir 10.500 Liter oder 10,5 Kubik hier Ladevolumen, das Ganze, und 16,8 Tonnen Eigengewicht und die Reifung, also Bereifung von Trelleborg drauf. Wir haben hier noch Farbwahl, also du kannst dir den hier also gestalten, ein bisschen wie du natürlich möchtest, das Ganze her. Also da eigentlich bleibt hier fast, wie wir hier sehen, hier nix, also her unversucht, würde ich mal sagen, das Ganze. Also man kann hier doch hier sein Drescher gestalten, wie man natürlich möchte. Ja, als nächstes gibt es hier die Motorisierung, hier den Drion 730, da haben wir 408 PS, entsprechend 300 kW, das Ganze haben wir jetzt hier 12 Kubik und ja, 17 Tonnen Eigengewicht, das Ganze. Dann gibt es hier natürlich den 750er mit 435 PS, entsprechend 320 kW, immer noch mit 12 Kubik Ladevolumen, das Ganze, und 17 Tonnen. Dann gibt es natürlich das Ganze wieder von vorne. Also, ich finde den jedenfalls, der Drescher ist cool gemacht, soweit das her. Ja, so, man sollte halt noch ein bisschen noch drauf mal drüber schauen. Ja, und separat im Ordner das reintun, dass man dann die Lok also nochmal sich anschauen kann. Dann weiß man, ob er irgendwie noch einen Fehler hat. Ja, Kennzeichenwahl natürlich hier so und so, wie du es gewohnt bist. Schauen wir mal. Ja, wir können auch den hier vorne her wählen, das Kennzeichen. Dann haben wir das hier auf der Seite. Ja, und ich würde mal sagen, schauen wir natürlich mal her. Also so sieht er natürlich hier aus. Wenn du hast ihn nach der Arbeit noch nicht gewaschen, dann wird er so schmutzig auf der Richtung. Man kann hier schon von außen her Verkleidungen an der Seite hier öffnen, wenn du natürlich dann hier Servicearbeiten machen möchtest, natürlich. Und ja, und so sieht das Ganze dann aus mit der Lackabnutzung. Machen wir es mal schauen, ob wir hier dazwischen durchkommen. Ja, ist ein bisschen schwierig, das Ganze. Hier natürlich so her. Und ja, so her, hinter der Verkleidung natürlich, das Ganze. Aber würde ich mal sagen, wir jumpen mal rüber. Ich habe da hinten schon hingestellt, Schneidwerk. Leider gibt es für den selber keinen, aber man kann da auf alternativ hier natürlich hier für ein Spiel hier drauf zurückgreifen. Können wir nochmal hier seitlich aufmachen, können wir uns das gleich nachher noch anschauen, wie man hier sieht. Kannst dir vieles hier öffnen, muss man nur schauen, wo die Button alle umgehen. Manche sind sehr gut versteckt, die siehst du erst, wenn du sehr, sehr, sehr nah dran bist. Hier, die Leiter ist auch noch unten. Sehr laut.
schauen, ob wir hier raufkommen. Ja, schade ist halt, dass man die Leiter direkt nicht selber verwenden kann, so her. Dass das Spiel noch nicht so ist, auf der Richtung. Jedenfalls für Servicearbeiten ganz praktisch, würde ich mal sagen. So, gehen wir wieder runter. Ja, Drescher wollten wir einschalten, würde ich mal sagen. So, nochmal hier. Jetzt die Leiter umklappen natürlich. Aber wir wollen ja natürlich einsteigen. So. In Ansicht das Ganze. Ja, da wollen wir jetzt hier den Motor mal starten. Mal schauen, ob sich da was tut. Schon mal so her. Ne, sehen wir jetzt nichts. Also schalten wir das Ganze mal hier ein. Hab das Licht vorhin vergessen auszuschalten. Wahnsinn. Ah ja. Da kann man... Ja, wo ist denn das jetzt? Ah, hier oben ist das. Kannst du jetzt den Drescher hier aufklappen? Also über IC. Ich finde, das sieht schon cool aus, das Ganze. Mal einschalten. Also hier innen drin... sieht man jetzt denn nichts, dass da was animiert ist, außer jetzt hier unten natürlich hier von den Häcksler. Hier so her sieht man auch leider nichts, schade irgendwie. Vorne mal aus wieder. Hier kann man natürlich das Schneidwerk senken, heben. So, da würde ich mal sagen, wir fahren jetzt mal erstmal zum Feld mal vor. Dann ja, Hupe hier funktioniert. Machen wir erstmal Sichtschutz wieder rauf. Das habe ich davor ja vergessen, wieder rauf zu tun. Ey, wir haben hier drin eine GoPro oder was soll das sein? Oder ist es der Scheibenwischermotor? So. Wie wir hier sehen, haben wir schöne, schicke Spiegel hier an der Seite dran. So, dann gehen wir mal her. Natürlich senken wir unser Gerät. Dann schalten wir mal ein. Muss man wirklich eigentlich sagen, wenn man überlegt, in Real Life die Leute, was sowas fahren oder was, irgendwie was alte Maschinen gefahren haben, Respekt muss man sagen vor, weil man muss das ja sehr, sehr gut einschätzen können wegen der Breite. So, jetzt nochmal Vollgas. Machen wir 10 km/h. Schalten wir uns einen Helfer mal ein, schauen wir, was unser Helfer natürlich hier so macht. Natürlich hier unsere Kornschnecke, schön in Animation. Schauen wir mal von innen, ja, sehen wir auch schick rein. So, bin mal gespannt, überhaupt wie er jetzt dreht. Der fährt halt hier durch die Frucht rückwärts. So, jetzt schalten wir mal wieder aus den Helfer. Wir fahren jetzt manuell dann gleich weiter. Wir schalten jetzt das Ganze mal um auf Schwarz. So,
senken unser Gerät, schalten es ein. Setzen nochmal ein Stückchen zurück natürlich. So macht er jedenfalls die Sport. Es fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, euch die Reifen zu zeigen. Das machen wir dann auch jetzt gleich, bevor wir natürlich hier weitermachen. Also ich weiß nicht genau warum, aber ist passiert. Ja. So. Dann natürlich... Da automatisch rauf, ja, das ist auch so ein Blödsinn. Coca-Cola-Flasch-Dosen haben wir auch drin. So, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz rein in den Shop. Also, ich habe das wirklich glatt verschlafen. Ja, kann passieren, sollte aber nicht, aber ich habe noch die Kurve gekriegt. Also, wir haben jetzt hier natürlich hier unsere Reifen von Trelleborg mit Standard. Da gibt es das Ganze natürlich mit dem Bandlaufwerk. Dann gibt es breites Bandlaufwerk und dann wieder Standard. Dann gibt es hier Michelin natürlich mit Standardbereifung. Dann also Standard 2 das Ganze, Breitreifen, dann natürlich Breitreifen 2 und natürlich Bandlaufwerk. Breites Bandlaufwerk, also ich würde immer ehrlich zu sein, würde immer so her eigentlich Bandlaufwerk dann immer bevorzugen, weil wir natürlich mehr Auflagefläche natürlich haben. Dann hier ist also der Reifenhersteller Conti am Start, das Ganze mit Standard, da gibt es das Ganze auch noch mit Breitreifen. Dann natürlich hier das Bandlaufwerk. Und dann breites Bandlaufwerk. Dann hier Mieters natürlich mit dabei. Das Ganze gibt es natürlich mit Standardbereifung, Breitreifen. Und natürlich das Bandlaufwerk. Dann natürlich hier, wie wir jetzt gesehen haben, auch ein breites Bandlaufwerk. Dann hier PKD natürlich mit dabei. Das Ganze mit Standard natürlich. Dann hier Breitreifen, Bandlaufwerk, breites Bandlaufwerk. Dann Friedestein natürlich. Und wir haben hier natürlich auch die Breitreifen. Dann hier das Bandlaufwerk, breites Bandlaufwerk, dann wieder von vorne. Gott sei Dank habe ich das noch also überrissen nach über 10 Minuten, aber ist ja nicht schlimm, würde ich mal sagen. Hauptsache, wir haben es natürlich mit dabei. Ja, wie gesagt, also es gibt leider kein, wie soll ich sagen, na, hilft's mir mal, Schneidwerkpack dabei, sondern muss halt außen denken, was ich schon irgendwie heftig finde, dass der Drescher angehoben wird von Strohhaufen. So, wir können jetzt hier das Ganze so machen. Können hier das... Wo war das denn nochmal? Das war hier unten irgendwo. Ich glaube, das war hier der da. Nee. So. Also jedenfalls hier unten. Hier ist es genau. Kann ich das Rohr ausklappen. Und wir können aber auch hier über den anderen Knopf, das müsste mal schauen, das müsste jeder, glaube ich, sein, über den hier das Entladen dann startet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch das macht von selber oder ob ich hier über IC natürlich hier das Entladen natürlich hier im Endeffekt nachher dann erst freigeben muss. Schauen wir mal. Ja, sieht man eigentlich mal, ja, es läuft automatisch. Das ist ein bisschen blöde jetzt, um ehrlich zu sein. Dass der jetzt hier von selber entladet. Er sollte normalerweise das von selber nicht machen, finde ich, weil wir haben ja hier die Funktion hier entladen starten. Hier sehen. Also, das ist ein bisschen blöde. Hier haben wir die Leiter. Da kann ich die Leiter jetzt hier, wie man sieht, hier ein- und ausklappen. So, und den Rest eigentlich schauen wir uns jetzt da an, natürlich jetzt gleich hier im Dunkeln, weil wir machen jetzt die gleich hier unser Licht. Das die haben wir hier, mal hier unser Radio. Das Radio einschalten, dann hier die Sender hier wählen natürlich und das hier natürlich die Beleuchtung, natürlich hier die Lampe.
Dann haben wir hier alte Drescher natürlich hier, aber da muss ich jetzt das Rohr einklappen. Müssen wir hier gehen. Jetzt haben wir hier uns einen Drescher mal schick eingeklappt. Gehen mal in die Nachtschicht natürlich rein. Lass mal hier natürlich alles ganz gut sehen. Jetzt haben wir hier natürlich hier unsere Blinker, wie wir sehen. Dann hier unser Arbeitslicht. Unsere Rundumleuchte. Jetzt schalten wir mal die Arbeitslicht nochmal ein. Oder nee. Schauen wir mal. Sollte normalerweise an sein, dann nochmal hin. Das hängt wieder alles so nah aneinander, dass man das nicht hinterschaltet. So. Jetzt haben wir es hier eingeschalten natürlich. Senk mal aber Schneidwerk mal vorne, sonst sehen wir es nicht richtig. So sieht das jetzt hier aus. Jetzt fahren wir unser Rohr mal aus. Müssen wir aber den Drescher nochmal ausklappen, dass das funktioniert. Dann sehen wir jetzt hier natürlich hier den Kegel. Haben wir hier auch so ein rotes Schlusslicht mit dabei. So haben wir jetzt hier, wie wir sehen, alles angeschalten. Ich finde, es sieht cool aus, besonders wegen der Lampe, was auf das Glas raufleuchtet. So her vom Weiten sieht man jetzt leider das mal seitlich von der Textur her so komisch her ein bisschen, aber naja. Also machen wir jetzt hier erstmal unser Licht ist weiter, hier Blinker, wie wir sehen. Vorne das Ganze hier mit nur mit 5. Da hat man leider also nichts da stehen, da wäre was vielleicht ein Platz hier natürlich hier für eine Nummerierung, würde ich mal sagen. Dann hier hinten natürlich mit Numbit 6. Ja, und jetzt hier einmal F, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Also ich finde es wirklich cool, das Teil. Hupe, ja. Das ist jedenfalls in meinen Augen ein cooler Mod. Jetzt schauen wir nochmal hier natürlich die Lok nochmal uns an. So, sehen wir jetzt hier. Ah, er hat hier dieses Warning drin, deswegen der polnische Fahne. Und das ist ein bisschen schade, dass man da nicht drauf achtet, dass man die richtige Textur dafür nachher nimmt. Und dass man halt daher, ja, wie soll man sagen, einen fehlerfreien Mod, einen Fehler einbaut. Ja, ich hoffe, euch hat trotzdem hier das Video gefallen. Trotz der kleinen Panne natürlich, dass ich beinahe hätte hier die Reifen übersehen. Aber, ja, kann passieren, sollte nicht. Ich hoffe, euch hat trotzdem das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.